Hallo Herr Müller, nach wie vor erleben wir einen mörderischen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Immer noch sehen wir hilflos, was mitten in Europa möglich ist. Aber es gibt auch ermutigende Zeichen. Eines dieser Zeichen war die riesige Demonstration von weit über 100.000 Menschen am vergangenen Sonntag in Berlin. Diese machtvolle Kundgebung macht deutlich, dass die freie Welt mit der Ukraine solidarisch ist. Bemerkenswert ist auch, dass am Donnerstag in Berlin tausende junger Menschen von Fridays for Future gegen den Ukraine-Krieg demonstrierten. Und es grenzt an ein europäisches Wunder, dass alle Staaten der Europäischen Union willens und bereit sind, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Auch in Berlin hat man angekündigt, Flüchtlinge aus der Ukraine unkompliziert und unbürokratisch aufnehmen zu wollen. Auch in Berlin erfahren die Flüchtlinge ungeahnte Solidarität. Hunderte von Freiwilligen helfen mir in Berlin bei der Aufnahme der Flüchtlinge und ihrer Erstversorgung. Und Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey taucht überall am Haupt- oder Busbahnhof zum Fototermin auf. Am Dienstag hat der Berliner Senat den Entwurf des Haushaltsplanes für den Doppelhaushalt 2022-23 beschlossen. In dem Etat, der ein Gesamtvolumen von jährlich etwa 36 Milliarden Euro hat, sind die größten Blöcke mit jährlich 5,1 Milliarden Euro der Bildungsbereich und mit 2,5 Milliarden der Verkehrs- und Umweltbereich. Trotz dieser enormen Summen kommt es im Bildungsbereich zu Kürzungen, die die Arbeit der Schulen erheblich erschweren. Eigentlich wäre zu erwarten, die Schulen nach der Pandemie bestmöglich auszustatten und zu stärken. Fehlanzeige. Der Verfügungsfonds für jede Berliner Schule wird von bisher 25.000 Euro jährlich auf lächerliche 3.000 Euro abgesenkt. So unterstützt man nicht die vielgepriesene Schule in Verantwortung. Mit diesen Verfügungsmitteln konnten Schulen eigene Schwerpunkte im Bereich Honorare, bauliche Maßnahmen oder Fortbildung für Lehrkräfte setzen. Daraus wird vorerst nichts. Nach Beratung im Parlament, das ja noch Änderungen beschließen kann, soll der Haushalt im Juni beschlossen werden. Also, vielleicht schreiben Sie ja mal an Ihren Wahlkreisabgeordneten und fordern mehr Geld für die Bildung. Wenig Hoffnung machen jetzt die jetzt bekannt gewordenen Lehrerausbildungszahlen für Berlin. Im Sommer müssen mindestens 2.500 Lehrerstellen für das kommende Schuljahr neu besetzt werden. Dem stehen gegenwärtig theoretisch 664 Lehramtsanwärter gegenüber, die ihre Ausbildung beenden. Also müsste jetzt eine bundesweite Werbekampagne nach Lehrern für Berlin intensiviert werden. Zwar soll künftig wieder verbeamtet werden, aber wann bleibt noch im Ungefähren. Aber ob dieses Lockmittel alleine reicht, ist zu bezweifeln. Berlin bräuchte, um bundesdeutsche Lehrkräfte zu gewinnen, mehr Fantasie und Kreativität. Es droht eine weitere Bildungskatastrophe für Berlin, wenn nicht gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer gewonnen werden. Wo bleibt die Kampagne Lehrer in die Hauptstadt oder macht Berlin klüger? Peinlich für die Hauptstadt bleibt auch das Gezerre um die IFA. Bleibt die internationale Funkausstellung in Berlin oder zieht sie weg? Offenbar agieren die Berliner Verantwortlichen nicht sonderlich geschickt. Die Zukunft der IFA in Berlin bleibt ungewiss. Der Messestandort Berlin zeigt sich derzeit also nicht in Bestform. Mindestens genauso wichtig wie das berühmte Kaffee-Achteck sind in Berlin die Stadt prägenden grünen gusseisernen Wasserpumpen. Derer gibt es noch 2.979. Von diesen Notfallbrunnen sind aber lediglich 1.614 intakt. Sie sollen im Notfall die unkomplizierte Wasserversorgung aus der Pumpe sichern. Gerne werden sie aber auch beim Autowaschen benutzt. In einer parlamentarischen Anfrage hat der Senat jetzt zugegeben, dass die Zahl der funktionierenden Wasserpumpen im Rahmen des Katastrophenschutzes nicht ausreichend sind. Wie immer wird festgestellt, aber nicht mitgeteilt, ob und wie der Mangel beseitigt wird. So tickt Berlin. Nix Wasser Marsch aus allen Pumpen. Mitgeteilt wurde durch den Senat jetzt auch ein Lagebild maroder Berliner Brücken. Von insgesamt 826 Brücken, die in der Verantwortung der Senatsbauverwaltung liegen, sind derzeit 60 Bauwerke nur eingeschränkt nutzbar.
Für die Sanierung von 100 Brücken dieser Lebensadern der Großstadt sind in den nächsten 10 Jahren über 600-700 Millionen Euro nötig. Mit dümmlicher Arroganz teilten jetzt die sogenannten Klimaaktivisten mit, sie wollten weitermachen mit Blockaden von Autobahnen, Flughäfen oder anderen Aktionen. Diese etwa 150 bundesweit agierenden Rechtsbrecher sind sogar angesichts des andauernden Ukraine-Krieges nicht bereit, auf ihre umstrittenen Aktionen zu verzichten. Während ein Volk um die Freiheit kämpft, kämpfen die ungezogenen Wohlstandskinder gegen Autofahrer und Flugreisende. Wann wird endlich dieser Blockadespuk beendet? Ziemlich ungesund scheint die Arbeit in Berlins öffentlichen Dienst zu sein. So summierten sich die Krankentage im unmittelbaren öffentlichen Dienst auf insgesamt 4,6 Millionen Krankheitstage im Jahre 2020. Am kränkelndsten war mit 12,8% die Senatsverwaltung für Inneres, Digitales und Sport. Bei den Bezirken war mit 12,4% der Bezirk Mitte Spitzenreiter, knapp gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg mit 12,3%. Am wenigsten krank waren mit nur 9,8% der Beschäftigten, die Beschäftigten in Spandau. Am fittesten scheint der Bereich des regierenden Bürgermeisters mit 4,9% und die Kulturverwaltung mit 6,0% zu sein. Die höchste Krankheitsquote erreichen mit einer Quote von 14,5% die Justizvollzugsanstalten. Damit liegt der Krankenstand in Berlins öffentlichen Dienst etwa doppelt so hoch wie in der gewerblichen Wirtschaft. Berlin trauert um den kürzlich im Alter von 101 Jahren verstorbenen Rosinenbomber-Piloten Gail Helversen. Helversen wurde während der Berliner Blockade 1948-49 als Candy-Bomber berühmt, weil er an kleinen Fallschirmen Süßigkeiten für die Berliner Kinder abgeworfen hatte. Später war er von 1970 bis 1974 Kommandant des Flughafens Tempelhof. Helversen war ein Freund Berlins und eine Person der Zeitgeschichte. Mehrere Berliner Parteien haben sich für eine Ehrung des Piloten in Form einer lebensgroßen Statue am Platz der Luftbrücke unmittelbar am Luftbrückendenkmal ausgesprochen. Nachdem Berlins regierende Bürgermeisterin anfänglich dagegen war, kriegte sie nun doch die Kurve und erklärte nur ihre Unterstützung für die Idee einer Statue, wenn seine Familie zustimmt. Geht doch. Brennpunkt Deutschland, so heißt das kürzlich erschienene Buch des ehemaligen Neuköllner Sozialstadtrates Falko Lieke. Eindringlich beschreibt er auf 288 Seiten den sozialen Brennpunkt Neukölln. Die Verwahrlosung, die um sich greifende Gewalt, die Herrschaft der Clans, das Elend von Drogensüchtigen. Dieser Kiez, so beschreibt das Lieke, sei in seinen Widersprüchlichkeiten, in seiner Vielfalt und mit seinen sozialen Spannungen ein Spiegel unseres Landes. Der CDU-Politiker sagt, in Neukölln werde sich entscheiden, wie die Zukunft unseres Landes aussehen werde. Die Berliner Morgenpost bezeichnete das Buch Brennpunkt Deutschland als Wutausbruch eines Stadtrats. Es ist ein Wutausbruch eines Mannes, der seit vielen Jahren Politik in Neukölln macht und angesichts von Verwahrlosung, Drogenproblemen, Intensivtätern, Clankriminalität, Kopftuchstreit oder veralterter Verwaltungsstrukturen verzweifelt. Dieses spannende, teils drastisch formulierte Buch beschreibt schonungslos die Missstände in Neukölln, die morgen überall sein könnten. Das im Quadriga Verlag erschienene Buch gibt es als Hardcover-Ausgabe für 20 Euro. Mein heutiger Restaurant-Tipp ist das Pastis am Rüdesheimer Platz. Dieses kleine französische Lokal hat sich mit seiner feinen Bistro-Küche unter den guten französischen Restaurants der Stadt fest etabliert. Es gibt neben der klassischen Abendkarte wie Flammkuchen, Schnecken, Fisch und Fleisch auch eine preiswerte Mittagskarte. Das Pastis finden Sie in der Rüdesheimer Straße 9 am Rüdi. Auch heute gilt mein Schlussgedanke den tapferen Menschen in der Ukraine. Bitte, wenn Sie es noch nicht getan haben, spenden Sie für die Menschen in der Ukraine. Ich danke Ihnen.